Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, das ist Hannes, das ist Ramses. Auf der Suche stundenlang nach einer Location, wo die Sonne nicht so knallt. Jetzt ist gerade eine Wolke vor der Sonne. Die Sonne ist wieder da, die Wolke ist weg. Schnauze voll, wir haben Durst, wir wollen jetzt hier was probieren. Und zwar diese Flasche, guckt euch das mal an. Das sind 3 Liter roter Bräu. Da kriegst du einen roten Kopf, eine rote Mütze. Rot-Rhön, roter Bräu, 3 Liter Magnum. Handwerklich gebraute Bierspezialität. Und diese Flasche gab es in Meiningen im Rewe-Sender. Und die wollte ich kaufen. Und dann haben die gesagt, Moment, schauen Sie mal aufs Datum. Die dürfen wir gar nicht mehr verkaufen, die ist schon abgelaufen. Und dann habe ich gesagt, kann ich die andere nehmen? Da stand noch eine andere. Dann haben die geguckt, ach, die ist auch schon abgelaufen. Und ich gesagt, ich will aber so eine Flasche haben zum Testen unbedingt. Die brauche ich für ein Video, die brauche ich für den Hannes, wenn er kommt, dass ich dem wieder abgelaufenes Bier andrehen kann, damit ihm wieder richtig schön schlecht wird. Und ich habe es geschafft. Das ganze Ding war haltbar bis 1.6.23. Das ist schon über einen Monat abgelaufen. Aber du sagst auch, an Bier wird nichts schlecht. Nee. Und deswegen sitzen wir hier mit Kopfschmerzen in der prallen Sonne, finden es ultra nervig, wollen jetzt diese Flasche roter Bräu aufmachen. Nur es kann sein, dass hier unten was abgesetzt hat. Nee. Was soll sich da absetzen? Wir haben hier das Bier-Tasting-Glas aus dem Adventskalender und wollen jetzt trinken, bis die Flasche leer ist und gucken, ob es von Glas zu Glas besser schmeckt. Soll ich es mal öffnen? Öffne mal. Roter Bräu, Kloster Urstoff, Spezialmerzen. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, 5,4% voll. Mindestens haltbar 1.6. nach überlieferter Rezeptur der Klosterbrauerei Münnerstadt. Rest ist egal. Wir haben heute schon Bier-Tasting gemacht. Wir wollen jetzt hier das Sommersonne-Sonne-Tasting machen. Das klingt so. Jo. Naja, wenigstens ist es nicht wie das, wie hieß das andere? Jakobus. Beim Jakobus, die Flasche, wolltest du aufmachen und da kam dann 3 Stunden lang immerzu das Bier rausgelaufen, rausgesuppt und das war richtig abartig. Jetzt gib mir mal dein Glas. Jo, bitte. Mit einer Hand wird das nichts. Halt das mal im 45 Grad Winkel. Wir sind ja Profis. Das ist 90 Grad, Hannes. Halt's mal schräg dagegen und komm mal ein Stück höher. Genau. Damit ich dir was einschenken kann. So, jetzt geh mal auf deiner Seite runter, sonst gibst du es mir gleich wieder auf den Tisch. Jo. Ah, auf dem Tisch. Das war das Zeichen Gottes. Ach, ich mach das jetzt hier mit einer Hand. Jo. Jetzt mal hier das Bier ein. Man würde sagen, wir probieren jetzt mal das gute Roter Bräu. So geht's auch. Ich wollte ja heute eh noch duschen. So, alles auf den Tisch. Probier mal, wie es schmeckt. Prost, Hannes. Riechen tut's ziemlich herb. Ach so, erstmal Geruch. Geruch? Oh, sehr warm. Wir müssen uns beeilen und wenn man hetzt, passieren Fehler. Ist gekocht. Also, riecht, so herb gesagt, ich finde, das riecht voll säuerlich, so strömig einfach nur. Wow. Es ist auch total warm. So warm. Ich habe noch nie so warmes Bier erlebt. Ich muss die Kappe andersrum aufsetzen. Krank sind wir nicht. Also ich halte es nicht mehr aus in der Sonne, deswegen muss ich die Kappe jetzt andersrum aufsetzen. So. Hannes, den erschüttert nichts. Das ist der Freizeit-Hannes. Und deswegen würde ich sagen, schenkt man Hannes mal noch einen Schluck ein. Weil es Hannes so gut schmeckt. Ihr seht ja schon, es schäumt schon wieder hier oben raus. Ja klar, weil es einfach Hannes, zu warm ist. Kriege ich noch mal dein Glas. Das weil du es bist zu warm ja der Fuchs. Du bist der Fuchs in der Flasche. Wenn es gekühlt wäre, wird es auch nicht so schäumen. Gell? Ja. Und dann wird es aber auch, glaube ich, etwas besser. Stopp. Jetzt geht er da hoch. Willst du meins auch mal halten? Du kannst ja, das so selbstverständlich gut. Du bist doch der Bierhalter. Verrückt, was du doch alles bist. So, da schäumt es auch schön. Es kühlt schön ab auf dem Bein. Jawohl. Das finde ich gut. Wir haben jetzt schon so viel geschafft, dass es bis hier ist. Wir wollen jetzt mal gucken, das ist so ein Experiment, wie sich das verändert. Guck dir mal die Farbe an. Die Farbe sieht sehr gut aus. Das schöne Schaumkrone. Das ist glasklar. Du kannst da voll durchgucken. Das ist so ein bisschen so Bernsteinfarben. Genau, diese Schaumkrone ist auch da. Was komisch aussieht, mache ich es wieder so rum, würde sagen, Prost, Hannes. Mhm. Hast gar keinen Durst mehr, Prost. Oder was?
Hannes schwächelt. Guck, habe ich es geschafft. Habe ihn besiegt. In Monopoly. Das Zeug schmeckt so richtig warm, Alter. Das ist normal. Da musst du mehr von trinken, dann wird das besser. Ich merke schon, wie das ganze Glas, ich glaube, ich könnte es bald loslassen, es klebt einfach in der Hand fest, weil es so richtig schmierig und Qualität des Biosphärenreservats, die Rhön. Und das schmeckst du auch, das ist wunderbar. Wir haben aber noch was vor uns, Hannes. Ja, definitiv. Das heißt, gib mir mal dein Glas, ich will dir mal was einschenken, damit du auch endlich mal ein schönes Bier trinken kannst. Wir haben nämlich davor noch hier und das. Ich habe gesagt, Hannes, wollen wir erstmal was essen? Der Hannes hat gesagt, erst wollen wir mal was trinken. Ja. Und das ist jetzt genau das Problem. Ach, super. Was machst denn du da für Moves? Mit dem Bier? Schöne Schaumkrone. So, zeige ich mal hier noch den Bottich her. Da hätte man eigentlich den Fahrer bestellen müssen, dass der mittrinkt. Also große Flaschen sind immer sein Magenzeichen. Ja. Das nimmt halt einfach nicht ab. Guck dir das doch an. Das ist ein Bier. Das ist ein Gäste Production. Das ist immer noch so voll und das ist der Bauch, da ist das meiste drin. Hier oben ist nichts. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich unten was der Hopfen abgesetzt hat. Das ist so schockt. Ich habe gar kein Gefühl mehr. So. Aber wenn es nicht so pipi warm wäre, dann wäre es, glaube ich, geil. Ja, du wolltest doch Eiswürfel reinmachen. Ja. Probier mal einen Schluck, Hannes. Vielleicht schmeckt es jetzt besser. Weißt, ich bin immer einer, der treibt immer die Leute voran. Ich möchte nämlich nicht, dass das Video so lang geht. Ich bin immer einer, der macht immer One-Take. Ich bin immer einer, der wartet, bis der Hannes ausgetrunken hat, bevor er anfängt zu trinken. Und das klang schon wie Badlands Chucks. Der ganze Tisch klebt, also es ist einfach ein richtiges Fest, ist es schon wieder. Es ist ein richtiges Fest. Ich trinke jetzt auch mal einen Schluck. So, und 3 Liter heißt ja eigentlich nur 1,5 Liter für jeden. 1,5 Liter sind ja eigentlich nur 3 Bier. Und 3 Bier klingt gar nicht so viel wie 3 Liter Rodderbräu. Und darauf will ich dem Hannes gerne noch mal eins einschenken. Weil der Hannes, der sagt ja immer, er sucht die Sonne. Das ist, am liebsten würde ich es noch mal filmen, Hannes. Ich glaube, ich muss mir noch mal so eine Flasche besorgen. Ja, aber dann bitte kalt. Kalt im Winter, in der Winteredition, dann ohne Sonne, ohne alles. Oh ja, das wäre nicht schlecht, sowas. So, weil das ist halt, guck doch, wie es blendet. Das Problem ist, das Zeug ist einfach zu pipi warm. Es blendet so sehr, aber das ist gut, weil da kannst du richtig gut schlafen dann. Da schläfst du nicht mehr, glaube ich. Willst du mal anstoßen? Sag mal, schwimmst du hier vom Tisch runter? Der Hannes driftet immer mehr ab. Merkt ihr das? Seht ihr das? Ich habe das Gefühl, der Tisch steht so. Wow, die Special Effects. Guck dir das an. Genau, das habe ich hier schon weg. Der Tisch steht hier schon weg. Das hier ist hoch oben als da unten drunter. Die Hälfte vom Bier haben wir. Die Hälfte. Siehst du, oben und Hälfte. Die Hälfte. Das ist ja wie Sabrina spielt. Hälfte. Mit 12, die mal aufzuzeigen. Nachher holen wir mal einen Lappen und tun mal den Tisch abmachen. Oder wir nehmen einfach mein Oberteil, das passt. Es ist ja alles schwimmt da drüben. Was machst du da? Der ganze Tisch ist ein. Wenn das Zeug alles übergeht, dann läuft alles zu mir runter. Der ganze Tisch ist eingechuckt, genau. Achso, Prost, habe ich vergessen. Prost auch noch. Gut. Guck's, fast genau gleich viel drin. Das ist der Hannes, der kann das nämlich mit dem Einschenken. Es war das blaue Auto, was immer auf meinem Parkplatz steht. Wenn ich nicht da bin, dann stellt er sich da hin und dann muss ich immer schnell sein, damit ich da hinkomme, damit der nicht da ist. Wilde Verfolgungsjagd. Und Forscher haben herausgefunden und wieder rein. Nee, aber Forscher haben herausgefunden, dass wenn du beim Bier trinken dich rumdrehst und zu dem Block da hinten schaust, dir die Sonne nicht ins Gesicht scheint, weil die Sonne kommt ja von da und da hinten ist die Sonne nicht und deswegen ist das angenehmer, wenn man da hinten sitzt. So. Weil Hannes noch nicht gekotzt hat. Das steht aber gerade bei mir. Was heißt das?
Was steht bei dir, Hannes? Der Rülps da drin. Es ist ab 18 das Video, noch nicht. Aber wir können was machen, wenn du hier schon wieder über die Stränge schlägst, du altes Luder. So. Das ist schön. Ich freue mich, dass du heute noch die Chili-Soßen testen möchtest mit mir zum Abendbrot. Deswegen wollte Hannes erstmal einen trinken, damit er nachher noch was essen kann. Das ist wichtig. Ihr müsst erstmal, bevor ihr was esst, müsst ihr eine Grundlage schaffen und erstmal trinken. Oder war es andersrum? Nee, erst trinken, weil dann bist du etwas angeheitert und dann geht es nämlich schnell wieder zurück. Ja, wenn du erst isst, dann musst du viel mehr trinken. Damit du blau bist. Und von dem vielen Trinken kriegst du wieder Hunger und musst schon wieder essen. Also wenn du erst trinkst, dann isst du nur einmal. Das ist viel schlau mit drin. Ich muss erstmal rülpsen. Ich grüße dich, Hannes. Soll ich mal Bäuer hinten auf? Machen wir immer noch so, oder nicht? War das jetzt richtig? Das gleich, das sah aus wie gekünselt, aber das klang irgendwie echt. Der Tisch klebt auch echt. Ja. Prost. Warte mal, ich muss mir die Frau. Da war eine alte Dame auf dem Balkon da hinten. Die gucke ich immer an, wenn ich trinke. Aber wie schmeckt es sonst so, wenn man von der Temperatur absieht? Denk dran, das ist ein großes Bier-Tasting. Wir haben heute schon ein kleines gemacht. Das ist das Große. Wir müssen jeden Tag ein kleines und ein großes machen. Damit wir in der Zeit, wo der Hannes da ist, es schaffen, das kleine und das große Bier-Tasting zu machen. Darf ich dir noch mal einschenken? Fühl dich frei. Oder mach's wie Dave England, der hat in das Glas rein und dann hat er es nochmal getrunken und das ist Jackass. Deswegen kommt ja immer, wenn man Bier trinkt, kommt immer der Jackass-Trailer vorne dran, dass man weiß, was da los ist. Ich weiß nicht, was der da macht. Das ist hier wie die Geräuschkulisse im ganzen Jurassic Park Film, hat der Hannes hinterlegt. Guck, jetzt kommt's aber hier. Shit. Da ist Hannes, da sind immer noch zwei Gläser drin, wenn ich mir das so angucke. Guckt euch den Jakobus-Fluss an, wie der fließt. Guck mal, das tropft bestimmt gleich runter. Ja. Genial. Der Scheiß ist aber zu warm. Hannes, warte. Bäuerchen. Bauer! Genau, da kommt der Bauer in dir zum Vorschein. Ja. Das ist auch das, wieso wir immer sagen, macht es nicht zu Hause nach, weil wir sind professionell Ausgebildete und deswegen, wir sind professionell. Sonst kommt nämlich gleich das ganze Bier nämlich hoch, weil es ist nämlich ganz schön warm. Das ist gut, da ist Platz fürs Armbrot, Hannes. Das ist eine normale körperliche Reaktion, die sollte man auch nicht unterdrücken, das ist wichtig, sonst kriegst du später Bauchramses. Darf ich mal mit dir anstoßen? Du musst ja nicht trinken, aber darf ich wenigstens mal anstoßen? Ja, natürlich, oder was? Aber selbstverständlich doch. Was ist denn das? Der fährt hierher und dann darf ich nicht mal anstoßen, oder wie? Ja, anstoßen darf er immer. Guck mal, wie die jetzt merken, die erstmal, wie der immer leiden muss, wenn der hier ist. Was ich für ein Schwein nicht. Bin, ein dreckiges. Nein, das Problem ist, wenn das Zeug zu warm ist, dann schäumt es ganz schön und dann treibt es ganz schön nach oben. Wenn es kalt wird, dann wäre es kein Problem, dann geht es runter wie nichts. Runter wie die Mütze, du. So, und der Hannes tut so, als wäre nur seins warm und meins nicht. Ja, seins ist auch warm. Ich habe ja nicht mal eins, ne? Verstehen Sie? Deswegen schenke ich mir noch mal eins ein. Diesmal von oben. Bin ja nicht so... Wenn ich sehe, dass du da gerade den Iltis in dir erforscht, dann tue ich mir auch mal selbst was machen. Was die Marie jetzt von uns denkt. Ich habe gesagt, das ist nichts für Kinder. Doch, ich will unbedingt mit. Und vielleicht merkt sie dann, dass Alkohol ist keine Lösung. Sag mal, Hannes, ein Glas ist doch leer. Gib mal her, das Ding. Oder halt's mal schräg, ich muss mal was einfüllen kurz. Das ist wichtig, nicht, dass du verduschst. Die sagen immer, bei der Hitze soll man viel ertrinken. Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt muss ich mal absetzen, weil nicht, dass du mehr kriegst als ich. Du meinst, dann kriegen größere Strahlen als du.
Oh, hier ist so ein dickes Loch in der Flasche unten drin. Und der Ton, da kannst du die ganze Faust reinstecken. Und links und rechts um das Loch rum ist noch mehr Bier. Kannst du mir nochmal ein Glas geben? Ich habe mich verschätzt. Wenn ich das nämlich so halt, dann geht da trotzdem noch was drauf. Und pass auf, jetzt kannst du... Ja, da ist hier Schaum drin, was ist denn das? Musst du hier rausnehmen oder was? Nein, nein, nein. Blasen. Ja, nicht so. So neiblasen. Ja, da fliegt mal alles in die Gusch. Das ist der Jakobusfluss. So, kannst du es jetzt nochmal schräg halten, weil ich möchte ja jetzt nochmal den Rest Bier einschenken. Aber eigentlich hätte da der Schaum sich doch umgewandelt in richtiges Bier, oder nicht? Aber nicht alles. Nicht alles, sagt er. Na, nicht alles. Und jetzt merke ich, dass ich zu viel Schaum rausgepustet habe, weil guck, das ist der Rest. Das ist, ich glaube, auf die Flasche gibt es sogar 6 Euro Pfand. Das ist der Unterschied zwischen mir und ich. Dann guck. Nein, ich hätte schon weggedudelt, mein Gott. Ich bin auch der Dr. Doolittle. Ja. Was sagst du? Was? Ja, ich war nicht 6 Euro. Ich glaube, da gibt es Pfand drauf. Die musst du nämlich wieder abgeben. Weil wie willst du die in den Automat reinpressen? So ungefähr. Das andere haben Feuerlöscher in der Hand und wir haben halt das Jakobus. Obwohl es Rodderbräu ist. Ich verwechsel. Ah, das ist so klebrig. Ja. Wenn jetzt die Bienen kommen, die hängen sich an die Flasche dran. Wie der Hannes an die Flasche. Das ist definitiv zu viel Zucker drin. Der Hannes ist auch eine Biene. Wollen wir heute noch ein kleines Bier-Tasting machen? Ja. Vom Iron Man. Jetzt sagt er wieder ja. Die ganze Zeit körpert er hier rum. Ja. Dann ja, können wir noch mal trinken. Ja, natürlich, weil das können wir noch mal kalt stellen, bevor wir das runterdudeln. Aber das... Ja, wie willst du denn die Flasche kühlen, ne? Die passt nicht ins Eisfach, die passt nicht in den Kühlschrank, die passt nicht mal in die Werra. Wir hätten uns Putzeimer nehmen können, dann Eiswürfel rein, kaltes Wasser rein, die Flasche reinstellen. Wir hätten Kotzeimer nehmen können, da Eiswürfel rein, dass die Kotze schön frisch bleibt. Genau. Hättest du noch Omelette rausmachen können später. Ja, ja, natürlich. Mit ich wäre immer noch, Zwiebelchen und... Ich wäre immer noch für das, dieser Tisch, das ist der normale Tisch, wie beim Wrestling. Und das ist der... Der Bierbanktisch, der glänzt und ist verschmiert und normal läuft das runter und dann irgendwann trocknet das aus. Aber das ist ja wie, als hättest du das gerade... Schön. Mit so einer Legierung übersät. So richtig so. Kunstmäßig. Weiß ich nicht. Oh. Was ist denn das? Das ist ja alles nass. Hannes? Was machst denn du mit mir? Wir stellen das mal kurz dahin. Ich meine nicht, was er gemacht hat damit. Ja, das von dem, weil ich da ins Glas gepustet habe und der Schaum entgegenkam. Ja, da ja, kann stimmt, sein, ja, dass der Schaum da ans T-Shirt rangetropft ist. Also. Das eigentlich war das doch ein Bier-Tasting. Das heißt, wir müssen das ja jetzt einfach mal bewerten. Bewerten. Die Farbe fand ich auf jeden Fall toll. Ja. Es ist jetzt zwar nicht mehr klar, und das ist das, was Hannes meinte, dass sich da was abgesetzt hat. Ja. Die ganze Zeit war das richtig klar, du konntest durchgucken, du hast alles gesehen. Das ist der Hopfen, der sie unten abgesetzt hat. Jetzt bist du der Fahrer, ne? Der erzählt gleich noch, in welchem Kessel das gebraut wurde. Nein, ich fange nicht an wie der Fahrer. Nein, 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 da wollen wir gar nicht damit anfangen. Die ganze Zeit hast du alles gesehen. Jetzt ist das so richtig trüb und da schwimmt so richtig so Pulver drin rum, was sich nicht aufgelöst hat. Der Hopfen, das ist der Hopfen einfach. Die Schaumkrone fandest du vorhin richtig toll beim Einfüllen. Richtig, ja. Bei dir Schaum, fand ich die richtig toll. 5 Punkte. Ja. Farbe, 5 Punkte. Okay, ja. Geruch. 3 Punkte. 3 Punkte, so die Mitte, so irgendwas. Und Geschmack? Wenn es kalt wäre, 5 Punkte, jetzt 1 Punkt. Wärme 10 Punkte, genau. Ja. Also das Rotterbräu Kloster Urstoff Spezial Merzen. Das ist aber auch ein Zungenbrecher. Abgefüllt von Rotterbräu Bürgenweg 2 in Rot-Rhön. Da ist sogar eine Telefonnummer drauf. Soll ich euch mal die Telefonnummer durchsagen? Da könnt ihr euch alle beschweren, weil es zu warm ist. Rotterbräu Bürgenweg 2 Rot-Rhön Telefon 09779 810. Da könnt ihr anrufen, könnt sagen, hallo, ich bin der Ramses, ich war letztens im Rewe Sender und habe eine Flasche von ihrem Rotterbräu erworben. Und nachdem ich das getrunken habe, habe ich festgestellt, die ganze Flasche hat geklebt, das Bier war richtig warm und war schon seit einem Monat abgelaufen. Und dann 6 Euro Pfand oder was?
sie sind ja richtig brutal unterwegs. Und dann schicken sie dir eine Ersatzflasche und die kann der Hannes dann im Winter trinken, wenn es kalt ist. Ja, aber nicht alleine. Nur mit dir. Nur mit dir? Ja. Das endet jetzt mit dieser Liebeserklärung. Ich würde sagen, Prost, Hannes. Und runter mich. Ich guck nochmal, ob die Oma noch da ist. Nein, die Oma ist nicht mehr da. Aber der, doch, guck. Aber es ist eine andere da. Was ist denn das? Doch, das ist sie mit der weißen Perücke. Was ist das? Hat die jetzt ein Fernrohr geholt? Da habe ich aber auf der anderen Seite was Schöneres. Was denn? Ich sehe nichts. Ist da was? Hannes, hat die ein Fernglas geholt? Der hat doch gerade hier so gemacht mit irgendwas. Keine Ahnung. Prost! Das ist jetzt Rodderbräu. Ja. Da kriegst du Halluzination. So, Moment. Wie gesagt, Alkohol bewusst genießen. Ja. Kennt euer Limit. Don't drive and drink. In Don't be a Hannes. Das sind die wichtigsten Sprüche, die ich in der Laufbahn gelernt habe. Wir sind Professionelle. Sind wir schon so weit? Der will jetzt gleich das Iron Maiden Bier noch nice saufen. Ja. Guck ihn dir an. Oh ja. Oh. Ja, das ist aber noch nicht gekühlt. Da müssen wir erst vorher die Chili-Soßen testen. Es schwimmt alles. Es ist richtig abartig. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao. Gönnt euch Rotterbräu aus dem Rewe. Haben sie jetzt wieder frische Flaschen hingestellt, die nicht verdorben sind. Und kühlt's am besten. Und trinkt's nicht in der Sonne. Trinkt's an der Werra, im Wasser. Peace out. Haut vor. Vorhaut. Soll ich's laufen lassen? Kommt da noch was? Nein, alles gut. Ist das Glas gleich wieder voll? Alles gut, nein. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Beim Hannes ist alles möglich. Ciao.